So, Michael Peschel. Lieber Michael, ich muss ein böses Wort sprechen. Wie kann man es nur vollbringen, ein so schönes Auto hier im Autocross zu fahren und teilweise auch ein bisschen zu verbeulen? Tja, das ist halt Sport, würde ich sagen. Das Auto gefällt mir persönlich sehr gut und ich fahre sehr gerne mit dem Auto. Und das, was passiert, es bleibt bei dem Sport noch aus, denke ich. Jetzt mal eine ganz praktische Frage. Kriegt man dafür noch Teile? Ich habe momentan eigentlich noch genügend Teile da und daher ist das für mich ohne ganz so das Problem mit dem Auto, das Auto zu unterhalten. Wie kommt man drauf, gerade so ein Auto? Ich meine, in der Rallye-WM vor vielen, vielen Jahren, die wir sicher beide noch erlebt haben, waren wir alle ganz grell drauf. Aber das ist ja schon ein paar Tage her. Ja, ich habe nur ein Rallye-Auto ohne, mit dem ich Rallye fahre. Und daher ist irgendwo die Leidenschaft irgendwo für das Auto entstanden. Und so. Ja, das heißt, wir werden dich also hoffentlich noch viele, viele Rennen hier in der deutschen Meisterschaft erleben. Sag mal was, wie war die Saison für dich? Ja, ich wollte einfach mal reinschnuppern in die Saison bei der TM, mit dem Auto halt eben. Ich war eigentlich ganz zufrieden. Anfangs war es ein bisschen schwer, weil ich erstmal in das Auto erstmal reinfuchsen musste. Und jetzt mittlerweile komme ich ganz gut zurecht damit und läuft ganz gut. Prima. Das heißt, wir werden dich im nächsten Jahr hoffentlich bestimmt nochmal wiedersehen. Denke ich schon. Freue mich drauf. Danke dir und viel Glück fürs Finale. Danke.